Die vier Szenarien für dein Geld. Worauf solltest du die nächsten Wochen, Monate, ja im nächsten Jahr vorbereitet sein? Das sehen wir uns im heutigen Tippvideo an von Faszination Freiheit. Herzlich willkommen. Und wir sehen uns heute einmal an, welche vier Szenarien der Starökonom Dr. Nouriel Roubini sieht. Warum dieser Mann? Es gibt ja relativ viele Ökonomen. Ich schaue ihn mir sehr, sehr gerne an, denn er ist einer der wenigen Ökonomen, wo ich mir so formulieren möchte, der vielleicht nicht eben nach seinem Herrn spricht, der wirklich dort frei Dinge ausdrückt, der häufig auch unangenehme Dinge anspricht und damit schon sehr, sehr häufig sehr gut gelegen ist. Deswegen ein sehr spannender Mann und wir wollen heute mal zusammenfassen in einem aktuellen Artikel und aktuellen Aussagen, mit welchen Szenarien er in der Zukunft rechnet. Wird also hochinteressant werden. Also erstmal zur aktuellen Situation. Wo geht die Reise hin? Milde Stagflation aktuell. Das heißt, erstmal Stagflation, was bedeutet? Stagnation und Inflation. Das heißt, die Inflation ist angesprungen, so wie auch schon von vielen Analysten lange prognostiziert. Erst deflationärer Schock, jetzt mehr Richtung Inflation. Jetzt gibt es die einen, sagen, das ist vorübergehend. Die anderen sagen, nee, das ist nicht so vorübergehend, wie dort draußen gerne kommuniziert wird. Ja, wir werden uns in den vier Szenarien uns gemeinsam anschauen. Erstmal, wie wird diese aktuelle Situation begründet? Zum einen die Delta-Variante, die wir sehen, Engpässe auf den Güter- und Arbeitsmarkt, was vieles nicht verfügbar ist. Es hat sich ja alles verschoben und Lieferschwierigkeiten bei Rohstoffen und sonstigen Produkten, die irgendwo dazwischen hängen. Ja, und Nouriel Roubini sieht die vier Szenarien vor allem an den beiden Variablen Inflation und Wirtschaftswachstum. Und das sehen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Und zwar Szenario Nummer 1, und zwar, er nennt es das Goldlöckchen-Szenario. Also ich nenne es ja immer gerne dieses Szenario Friede, Freude, Eierkuchen. Das heißt, alles ist okay, beziehungsweise es wird alles wieder okay. Inflation nur vorübergehend. Ach, keine Bange, das wird sich wieder einpendeln. Inflation so um die 2%. Wirtschaftswachstum wird sich auch wieder erholen. Wir hatten ja die Delta-Variante. Aber das Ganze wird sich dann auch wieder verbessern. Dafür konnten wir Politik ja auch nichts. Also Politik kann ja grundsätzlich da draußen für gar nichts. Das ist ja immer die Schuld, immer extern. Ist ja auch mal interessant, wie das Spielchen mit Schuld und Täter und so weiter getrieben wird. In dem Fall ja, sind wir da alle irgendwie Opfer und die Täter sind alle irgendwie unsichtbar. Auf jeden Fall, Goldöckchen-Szenario, im Prinzip alles wird wieder in Ordnung. Dann Szenario Nummer 2, Überhitzung. Und zwar, die Inflation ist eben nicht nur vorübergehend, sondern sie ist gekommen, um zu bleiben. Und wird auch noch etwas zulegen. Aber die Angebotsschocks, die werden sich wieder auflösen. Es wird alles wieder einigermaßen funktionieren. Und die Weltwirtschaft wird angekurbelt. Dann diejenigen, die zum Beispiel Ersparnisse haben, schauen dann auch mit der Inflation, dass sie diese unterbekommen. Also viele Dinge werden angekurbelt. Die Weltwirtschaft läuft wieder besser. Ja, und an den Aktienmärkten, ja, früher oder später, abhängig von den Notenbanken, wird es eine Kurskorrektur geben. Und das sei hier nochmal nach. Gereicht. Er hat auch überall die Aktienprognosen mit hineingegeben pro Szenario. Im Szenario Nummer 1 sieht er, dass hier eine größere Korrektur erstmal vermieden werden kann, dass es nur die, ich sag mal, die üblichen kleineren Korrekturen gibt. Also, Szenario Nummer 2 war jetzt gerade Überhitzung. So, Szenario Nummer 3. Und das ist das wahrscheinlich schlimmste Szenario von allen dreien, und zwar anhaltende Stagflation. Also Stagnation Wirtschaft und geht auch gegebenenfalls deutlich zurück, als auch anhaltende Inflation. Und das ist nicht so ein schönes Szenario, um es mal vorsichtig auszudrücken. Man könnte umgangssprachlich sagen, ein ziemliches Scheißszenario. Wenn es der Weltwirtschaft sehr, sehr schlecht geht und es nach unten geht, aber gleichzeitig nicht wie tendenziell in diesen Zeiten die Preise stabil sind oder sogar nach unten gehen beim deflationären Schock, sondern gleichzeitig sogar die Preise nach oben. Das heißt, Arbeitsmärkte sehen sehr, sehr schlecht aus. Das heißt, Arbeitslosenzahlen gehen deutlich nach oben, aber gleichzeitig steigen die Preise und im gleichen Umfang eben nicht die Löhne. Deswegen ein eher unschönes Szenario und was dann auch in dem Fall auf den Aktienmärkten speziell eine deutliche Kurskorrektur bedeuten würde und einen nachfolgenden Bärenmarkt. Also wenn es speziell für Aktien das schlechteste Szenario, was wir von diesen Vieren insgesamt sehen. Und dann haben wir auch noch das Szenario Nummer 4, und zwar Verlangsamung. Das würde bedeuten, die Weltwirtschaft läuft weiterhin eher langsam, also vom Prinzip her ungefähr so, wie wir das aktuell sehen, aber auch die Inflation geht wieder auf ein normales Niveau herunter und ja, man wurschtelt, sage ich mal, irgendwie so weiter. Ich formuliere es jetzt einfach mal ganz frei. Die Aktienmärkte selber, die würden auch früher oder später in eine Korrektur hineingehen. Ja, jetzt schauen wir uns doch mal an, welches Szenario
sieht Dr. Nouriel Roubini als seinen persönlichen Favoriten, also das wahrscheinlichste Szenario. Und er hat genannt Nummer zwei. Das heißt Überhitzung, das heißt hohe Inflation. Das heißt, er geht davon aus, dass die Inflation gekommen ist, um zu bleiben. Aber auch, dass die Weltwirtschaft, vorausgesetzt, dass es keine neuen Angebotsschocks gibt, auch wieder weiter nach oben gehen wird. Ja, wir werden sehen. Es sind auf jeden Fall unterschiedliche Szenarien im Raum. Im Nachhinein ist es immer einfacher, das Ganze zu machen. Weil ich persönlich das Ganze sehe, und zwar, es ist wichtig, erstmal zu verstehen, vielleicht hast du nämlich eine ganz explizite Meinung, vielleicht hast du einen Favoriten, das ist absolut okay, aber davon auszugehen, ah ja, das kann nur das Szenario XY sein, halte ich persönlich für absolut fahrlässig, dass du nur auf ein Szenario vorbereitet bist. Das heißt, schau auch mit deinen Geldanlagen, dass du auf verschiedene Szenarien vorbereitet bist. Ist es auch der Fall oder ist es das Ganze nicht? Bist du auf eine größere Inflation vorbereitet? Gerade auch das ist eine absolut eindringliche Empfehlung mit deinen Geldanlagen, dass du vorbereitet bist. Das heißt, Bankguthaben, Lebensversicherung, Bausparen etc. absolut meiden. Ja, wie der Teufel das Weihwasser. Ich nenne es immer so gerne so. Ja, und es gibt viel, viel sinnvollere Geldanlagen. Da schauen wir uns ja auch bei unseren laufenden YouTube-Videos immer wieder was an. Das heißt, gerne abonnieren, Glockenzeichen nicht vergessen für die Benachrichtigung. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder, damit du keine Aufgabe verpasst, unterhalb von dem Video eintragen. Also, bis bald, viele Grüße hier aus Brasilien, dein Thorsten Wittmann.